Wir waren beim Ball des Kulturvereins Jedinstvo dabei und haben uns angeschaut, wie die Serben und ihre Gäste in Schwechat Bälle feiern. Fest. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein typisches Heiligefest. Heilig ist das, wenn es die heißt Sava. Das war eine Art gelebte Geschichte, serbische Geschichte, also vor 600 Jahren. Der war ein Schutzpatron für die Kinder. Damals hat die Geschichte, so der Christo, hat viele Kloster, Kirche gebaut, arme Kinder geholfen und wir haben als Verein das genommen, unsere Feiertag. Es ist eine orthodoxe Heilige, so ein Mensch. Ne? Hier. Weil mir gefällt hier und ich komme immer, ist egal wo, ich gehe immer zur Musik. Ich mit meinem Mann, meinen Kindern auch, meinen Enkelkindern auch. Was gefällt Ihnen an der serbischen Kultur? Ja, die Leute sind ganz anders wie hier. Freundlicher für die Nachbarn, man bekommt alles von den Nachbarn, wenn man was braucht. Man wird überall aufgenommen, gell. Also ich bin heute hier sehr gerne gekommen, weil ich eingeladen wurde als Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und weil ich auch die letzten Jahre schon bei vielen Veranstaltungen anwesend war, weil es wichtig ist, wenn wir gemeinsam in den Betrieben beschäftigt sind, dass wir uns auch kulturell austauschen und dass wir die Möglichkeit haben, als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin unsere Interessen auch auszutauschen und nicht nur betriebliche, sondern auch kulturelle Interessen austauschen. Was ist das Besondere an serbischen Festen? Also eine große Auszeichnung ist, dass die Feste immer sehr, sehr gut und toll besucht sind und dass man eines feststellen kann, dass man die Kultur nach wie vor prägt. Und wenn man sieht, dass von Kindern, von Kleinkindern bis zu den jugendlichen Erwachsenen alle mittun, dann ist das schon eine ganz, ganz tolle Herausforderung und immer wieder schön dabei zu sein. Feiern die Serben anders als die Österreicher? Schauen Sie, wie versuchen wir, wie sind wir hier, also über 30 Jahre, wie sind wir schon, ich glaube, integriert, wie feiern wir alles zusammen? Zum Beispiel, ein Beispiel ist, seit 3 Jahren, wie machen wir schon internationale Frauentage und seit zwei Jahren machen wir zusammen mit SPO Frau von Schwechat. Ich sag mal, so integrieren wir, machen wir alles immer zusammen.